Hallihallo, liebe Zuschauer, und jetzt her mit der Kaffeemühle. Ja, genau. Leute, heute habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, beziehungsweise drei Geschichten, die ich immer schon geliebt habe, schon als kleiner Bub und jetzt als Erwachsener ebenfalls. Und diese Liebe konnte ich auch an meine Kinder weitergeben. Es geht um die Kindergeschichte oder um die Kasperle-Geschichte, der Räuber Hotzenplotz von Ottfried Preußler. Ottfried Preußler hat den Räuber Hotzenplotz 1962 geschrieben. 1969 kam die Fortsetzung Neues vom Räuber Hotzenplotz. Und 11 Jahre später, also 1973, folgte dann Hotzenplotz 3. Und später noch der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete. Kenne ich gar nicht, ich habe das eben gelesen. Gut, die drei Hotzenplotz-Geschichten. Super klasse. Worum geht's? Also, der böse Räuber Hotzenplotz klaut der Großmutter von Kasperl und Seppel eine Kaffeemühle, und Kasperl und Seppel wollen diese Kaffeemühle natürlich zurückbekommen. Dabei geraten sie allerdings in die Falle des bösen Räubers, und also er verkauft den Kasperl, der sich als Seppel verkleidet hat, an den bösen Zauberer Zwackelmann. Weil Zwackelmann braucht einen dummen Diener, der ihm die Kartoffeln schält, weil das kann er nicht mit seinen Zauberkräften selbst machen. Im Keller hat er noch die Fee Amaryllis, und mit Hilfe der Fee Amaryllis und Kasperls Verstand schaffen sie es dann, den Räuber Hotzenplotz beziehungsweise den Zauberer Zwackelmann und den Räuber Hotzenplotz zu überlisten, und Wachtmeister Dimpfelmoser schafft es, den Räuber ins Spritzenhaus der Gemeinde einzukerkern. Im zweiten Teil entkommt der Räuber Hotzenplotz aus dem Spritzenhaus und entführt Kaspars Großmutter, schafft es dann tatsächlich auch noch, Kasperl und Seppel wieder in seine Gewalt zu bekommen, und trotzdem schafft es dann Wachtmeister Dimpfelmoser, diesmal mit Hilfe der Hellseherin Frau Schlotterbeck und ihrem Krokodilhund Wasti, schaffen sie es, die Leute wieder zu befreien. Im dritten Teil ist Räuber Hotzenplotz dann wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen worden und möchte ein friedvolles Leben beginnen. Dabei ist er auf die Hilfe von Kaspar und Seppel angewiesen, die seine Unschuld beweisen sollen, denn niemand glaubt dem Räuber, dass er jetzt lieb ist. Ja, tolle Geschichten, eine Kasperle-Geschichte im klassischen Sinne. Wir haben halt alle Figuren, die in einer Kasperle-Geschichte vorkommen, halt den Räuber, den Gendarm, also Hauptwachtmeister Dimpfelmoser, Kasperl und Seppel selbstverständlich, die Großmutter, das Krokodil haben wir, den Zauberer, die Fee, alles drin, was das Puppentheaterherz begehrt. Neben diesem Buch, das ich weiß nicht, wie oft gelesen habe, dieses Buch hier übrigens nicht, ich habe die auch noch einzeln. Das hier ist die Gesamtausgabe damals aus dem Bertelsmann Club. Ich habe das als Kind schon gerne gelesen, beziehungsweise nicht gelesen, sondern gehört. Es gibt hier auch diese Hörspielkassetten, da gab es ganz, ganz viele von, ganz viele Adaptionen. Mir persönlich gefällt die von Karussell am besten, da sind auch so tolle Lieder mit dabei. Ein lustiges Hörspiel mit Musik nach dem Buch Hotzenplotz. Übrigens, also die hier gefallen mir persönlich am besten. Es gibt aber ganz, ganz viele Neuauflagen davon. Witzigerweise finde ich auch die zweite Geschichte persönlich am besten, also Neues vom Räuber Hotzenplotz. Warum? Im ersten ist Hotzenplotz nicht so wirklich präsent. Im ersten geht es eigentlich mehr so um den bösen Zauberer Zwackelmann und um Kasperl und Seppel. Der Hotzenplotz selber kommt erst im zweiten Band so richtig selber zur Geltung. Und Hotzenplotz ist einfach, das ist ein cooler, böser Räuber mit 7 Messern und einer Pfefferpistole. Aber so richtig böse, klar ist er böse, aber er tut ja keinem was. Er raubt halt Kaffeemühlen, ja. So, es gab dann auch zwei Verfilmungen, beziehungsweise es gab sogar drei, und es gab eine Adaption der Augsburger Puppenkiste. Die habe ich damals mal im Fernsehen sehen dürfen, noch in Schwarz-Weiß. Ja, aber dann gibt es noch die zwei Spielfilme. Einmal mit Gerd Fröbe als Räuber Hotzenplotz. Der Film ist auch mit sehr viel Musik, hat dann auch das Prädikat wertvoll, und in dieser Version hier auf DVD sind auch noch Aufkleber mit dabei. Hier sind die Aufkleber, ich zeige das nochmal. Als Dimpfelmoser sehen wir
Rainer Barsedow, auch ein ganz toller Schauspieler. Und als böser Zauberer Petrosilius Zwackelmann sehen wir Josef Meinrad, ebenfalls ein ganz großer Schauspieler, und Lina Carstens als Großmutter. Kasperl und Seppel werden hier von mehr oder weniger erwachsenen Schauspielern gespielt. Das hat mir damals schon nicht so gut gefallen und ich mag es auch heute nicht. Trotz alledem ein ganz, ganz toller Film, gerade auch für Kinder. Was mir allerdings wesentlich besser gefällt, ist das Remake bzw. die Neuverfilmung aus dem Jahr 2006 von Gernot Roll. Das hier wäre es dann. Gibt es übrigens nicht auf Blu-ray, genau wie der letztens vorgestellte Huibu, das Schlossgespenst. Finde ich schade, dass deutsche Kinderfilme, die teilweise wirklich gut sind, und der hier ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, nicht auf Blu-ray veröffentlicht werden. Gut, die DVD ist relativ gut, hat sogar einen relativ guten Klang, also für DVD-Verhältnisse. Gut, wie auch immer. Der Film gefällt mir wesentlich besser und das nicht nur, weil man hier den ersten und die zweite Geschichte, also die erste und die zweite Geschichte in den Film reingepackt hat, sondern auch einfach wegen der tollen Schauspieler. Armin Rohde als Räuber Hotzenplotz ist eine Traumbesetzung. Klar, Gert Fröbe ist ein Top-Schauspieler, auch super für seine Zeit, aber heute Armin Rohde ebenfalls genau auf den Punkt gebracht. Dann haben wir Christiane Hörbiger als Großmutter. Wir haben Rufus Beck als Zauberer Zwackelmann. Barbara Schöneberger als Fee Amaryllis, die sich auch kein bisschen ernst nimmt. Ganz, ganz toll. Dann haben wir Katharina Thalbach als Frau Schlotterbeck und Piet Klocke als Hauptwachtmeister Dimpfelmoser. Da muss ich sagen, war ich zuerst ein bisschen skeptisch, weil Piet Klocke als Dimpfelmoser konnte ich mir nicht wirklich vorstellen. Piet Klocke kannte ich damals aus 7 Tage, 7 Köpfe, wo er sich halt immer was zusammengestottert hat. Mochte ich persönlich nicht so gerne. Als Wachtmeister Dimpfelmoser macht er aber eine ganz gute Figur. Und besonders schön Martin Stürck und Manuel Steitz als Kasperl und Seppel. Kinder, perfekt besetzt, Kinder. Gerade der Manuel Steitz als Seppel, der ist so niedlich, der ist so süß, man möge es mir verzeihen, aber er macht das so, der ist so goldig, er ist so toll. Also diese Verfilmung ist der mit Gert Fröbe vorzuziehen. Bei aller Liebe, bei aller Nostalgie, Gert Fröbe, klar, sicher, super, aber diese Verfilmung hier gefällt mir persönlich besser. Räuber Hotzenplotz, ein Stück Kindheit, das ich auch heute noch gerne wieder aufleben lasse, und meine Kinder mögen den Räuber Hotzenplotz auch. Wie geht's euch? Kennt ihr den Räuber Hotzenplotz? Mögt ihr den Räuber Hotzenplotz? Seid ihr mit dem aufgewachsen? Kennt ihr die Verfilmungen? Mögt ihr die Verfilmungen? Welche Verfilmung findet ihr besser? Mögt ihr die Hörspiele? Kennt ihr andere Hörspiele? Kennt ihr die Hörbücher? Oder? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr schon da unten seid, lasst den Daumen nach oben da und schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein oder klickt euch einfach zu mir. Bis dahin, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, euer Michael Speyer.